Die nächste Übung heißt Rumpfrotation. Körper und Kopf bilden eine Linie und sind parallel zum Boden. Die Beine sind im 90-Grad-Winkel angestellt. Die Arme sind weit ausgestreckt und anschließend rollen wir über die Arme nach links und nach rechts. Maximale Körperspannung. Das Becken darf niemals einsinken bei der Übung. Eine Variante ist, die Hände über den Kopf zusammenzufalten und nach links und rechts einzudrehen.